Liebe Gäste, liebe Einwohner, liebe Mitarbeiter, also man merkt das leichte Lächeln auf dem Gesicht. Wir haben wirklich eine tolle Nachricht. Wir können heute mit dem Tag wieder einige Häuser öffnen. Hier im Strandhotel Atlantik, Sie entsinnen sich vielleicht noch, bei eines der ersten Beiträge stand ich genau hier und habe von der Situation berichtet, wie die Häuser geschlossen worden sind. Und jetzt haben wir gerade die ersten Gäste empfangen können. Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern, die ab heute anreisen dürfen. Und ab nächste Woche, dem 4.6., dürfen alle Gäste wieder aus der Bundesrepublik Deutschland die Sonneninsel Usedom und unsere Häuser wieder begrüßen. Was heißt das für Sie? Was heißt das für uns? Man muss sich ein bisschen vorbereiten. Sie haben das sicherlich schon gehört, diese 3Gs. Man sollte sich vorher testen lassen, darum sagen wir getestet. Oder man ist geimpft oder man ist komplett genesen, nachweislich. Das heißt, diese 3Gs, das ist das, was man mitbringen muss. Den Rest, gute Laune und so weiter, das kriegen wir alles hier vor Ort bestens geregelt. Denn, und das haben wir bei den ersten Gästen schon gerade gesehen, die freuen sich riesig, dass sie wieder dabei sein dürfen. Hier bei bestem Wetter mit allem drum und dran. Was bedeutet das im Anschluss dann? Man hat so ein paar organisatorische Sachen wegen Tischreservierung und so weiter, aber das geht, und das wissen Sie aus der Vergangenheit, mit unseren Hygienebedingungen sehr gut, sehr reibungslos. Es gibt dann alle 72 Stunden Nachtests. Auch das ist hier in der Gemeinde sehr gut organisiert. Es gibt verschiedenste Testzentren, einige Sachen in unmittelbarer Nähe der Häuser, sodass man mit wenig Aufwand einfach einen ganz entspannten, lockeren Urlaub verbringen kann. Was heißt das für uns? Wir haben uns riesig gefreut, dass wir noch jetzt wenigstens Ende Mai diesen Termin bekommen haben. Natürlich hätten wir genauso wie Sie uns gewünscht, hätten wir einfach langfristig ein bisschen besser planen können. Dann bekamen wir einen Termin mit dem 14.06., wo alle Gäste anreisen dürfen. Wir haben noch darum gekämpft, das vorher zu machen, und wir freuen uns, dass die Landesregierung dem zugestimmt hat. Allerdings das wiederum so kurzfristig, dass wir innerhalb dieser 2 Tage, seit Mittwoch wissen wir das offiziell, jetzt natürlich auch vieles bewegt haben. Stellen Sie sich vor, alleine die ganze Wäsche. Ja, das will man natürlich für Sie frisch gewaschen, frisch aufgelegt haben. Und das sind natürlich alles Logistiksachen von den Lieferanten, die man hat für Lebensmittel etc. Und das ist natürlich auch wieder eine Herausforderung. Aber Sie wissen es, wir, auch die ganzen Kollegen von uns, wir haben das bestens vorbereitet. Allerdings, ich möchte das gestehen, Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern machen bei uns so einen kleinen Teil aus. Das sind so 2,3% aller unserer Gäste. Deswegen haben wir hier, ähnlich wie im letzten Jahr, das Strandhotel Atlantik, unser kleines Design- und Boutique-Hotel, direkt an der Strandpromenade Bansins eröffnet, und unsere Residenzen, denn die Nachfrage bei den anderen Hotels ist im Moment noch zu gering. Damit geht es ab dem 4.6. richtig los, das heißt, da sind wir wieder voll da. Was hat das weiter für Herausforderungen für uns, für unser Team? Stellen Sie sich vor, wir können jetzt sagen, 284 Tage waren wir geschlossen, wenn ich die erste Lockdown-Phase mitnehme. Und das ist natürlich auch ein Thema, was unglaublich unsere Mitarbeiter beansprucht hat, belastet hat. 284 Tage, viele Mitarbeiter waren in der Zwischenzeit in Kurzarbeit, und das ist natürlich auch etwas. Deswegen haben wir teambildende Maßnahmen gemacht. Wir machen auch wieder ein Coaching, dass die Leute wieder mit voller Begeisterung dabei sind. Viele sind unglaublich gespannt, euphorisch, damit es wieder losgehen kann, und sie wissen, die stehen bestens für sie bereit. Wir haben leider auch einige Mitarbeiter, gute Mitarbeiter, verloren an andere Branchen. Wir hoffen, dass die wieder zurückkommen, aber das ist für die natürlich auch eine lange Phase gewesen, wo sie ohne Perspektive standen und wir konnten nichts machen. Demzufolge gehen Sie davon aus, in der Summe, wir sind bestens vorbereitet, wir freuen uns drauf, wir haben die ganze Logistik, und ich bin sicher, wir werden alles wieder dafür machen, unter den Hygienestandards, die hervorragend funktioniert haben, das konnten wir im letzten Jahr beweisen, dass Sie wieder einen traumhaften Urlaub genießen. Hier auf der Sonneninsel Usedom, hier mit unseren Mitarbeitern und natürlich im Namen der ganzen Familie. Was machen wir in Zukunft? Wir werden sicherlich nach einigen Wochen mal eine Auswertung machen, so einen Rückblick betrachten. Was ist alles mit uns passiert? Denn Sie ahnen schon, natürlich der 30.06. ist für uns ein ganz wichtiger Tag. Da kommt wieder der Kapitaldienst, und schafft man natürlich, das Geld in den nächsten Wochen zu verdienen? Nein, das reicht natürlich nicht. Wir müssen in den Monaten jetzt natürlich auch ein bisschen ansammeln, damit wir über den Winter kommen, und die ganzen Gelder, die man zusätzlich aufgenommen hat, müssen in den nächsten Jahren auch zurückbezahlt werden.
Das heißt, mit der Öffnung ist es bei weitem nicht getan, sondern wir müssen weiter daran arbeiten, mit dem Team zusammen, um ja alle Rahmenbedingungen so aufzuarbeiten, um auch das langfristig zu schaffen. Das ist natürlich ein Thema, was also die gesamte Branche betrifft und natürlich viele Partner von uns. Sie wissen, Veranstaltungsbranche, die Lieferanten, jeder, der natürlich durch diese erheblichen Einschränkungen, ja Schließungen extrem betroffen ist, muss natürlich sehen, wie er das mit der Wirtschaftlichkeit in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren noch retten kann und über die Runden kommt. Aber das soll Sie nicht tangieren, sondern wir freuen uns riesig, dass Sie wieder da sind. Und wir werden auch in Zukunft weiter berichten. Wir ändern das Format ein bisschen, aber so, dass Sie auch wissen, wir bleiben weiter dran. Wir sind noch dabei, das ein bisschen zu präzisieren. Informieren Sie sich weiter und Sie wissen, wir haben immer ein offenes Ohr. Bei der Gelegenheit einen tollen Dankeschön für die unglaublich vielen positiven Feedbacks. Wir freuen uns drauf, wenn man immer mitkriegt, es wird so wahrgenommen und Sie wissen, wir stehen für das, was wir sagen. Wir haben ein authentisches Team und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig. Gemeinsam kriegen wir das hin, wir sind bestens vorbereitet, wir freuen uns riesig. In diesem Sinne, bleiben Sie weiterhin gesund, Ihre Familie Sigi Steinhoff und das gesamte Seetel Hotels Team. Vielen Dank.